Der Weg führt hoch hinauf in die Berge des Apennin. Wir sind unterwegs nach Amatrice. 300 Menschen starben hier, als am 24. August 2016 die Erde bebte. Nando Bonani ist einer der wenigen, die die Gegend nach dem Beben nicht verlassen haben. Hier, im Ortsteil Somati, ist Nando aufgewachsen. In seinen 63 Jahren hat er viele Erdbeben erlebt. Aber was am 24. August nachts um 3:30 über Somati hereinbrach, hatte auch für ihn eine völlig neue Dimension. Man ist wie gelähmt. Ich wollte aus dem Haus rennen, aber es war unmöglich. Man findet nicht mal mehr zur Tür. Das Licht war weg. Man ist völlig desorientiert. Man findet gar nichts mehr. Alles bebt. Man sieht die Balken, wie sie aus der Mauer treten und sich wieder reinschieben. Es ist fürchterlich, es ist unbeschreiblich. Volle 2 Minuten dauerte das Beben. Nando und seine Familie hatten Glück. Anders als viele Nachbarn konnten sie sich ins Freie retten. Nach dem Erdbeben haben wir sofort den anderen geholfen. Mein Sohn hat 11 Menschen aus den Trümmern gezogen. Aus dem Haus dort haben wir 3 Leute rausgeholt. Für 7 Menschen in Somati kam jede Hilfe zu spät. Die meisten Überlebenden sind in Hotels an der Küste untergebracht. Nur 9 Familien sind geblieben. Was die Zukunft bringen wird, schwierig. Keine Ahnung, wann sie das hier wieder aufbauen. In L'Aquila, wo vor 8 Jahren das Erdbeben war, ist gerade mal die Hälfte wieder aufgebaut. Hier wird das 15 oder 20 Jahre dauern. Ich werde das nicht mehr erleben. Nandos Existenzgrundlage war, bis zum Erdbeben, sein Restaurant. Also, das ist mein Restaurant, oder besser gesagt, es war einmal. Hier ist der Eingang. Hier waren 2 Pferdeskulpturen. Und eine Tür aus Ulmenholz. Und hier ging die Treppe hoch zu unserer Wohnung. »24 Jahre hat Nando das Restaurant geführt. Das Geld dafür hatte er sich als Tellerwäscher in Rom verdient, seit er 13 war. 200 Gäste hatten Platz hier, dann noch mal 90 auf der Terrasse. Hier ist ein Kamin von meinem Großvater.« Ob er das Restaurant jemals wieder aufbauen kann, weiß Nando nicht. Also die Säulen sind alle komplett aufgerissen worden. Siehst du, was mit den Säulen passiert ist? Völlig explodiert. Auf Unterstützung vom Staat wartet Nando bisher vergeblich. Wir haben das alles hier in 3 Generationen aufgebaut. Mama, Papa, meine Brüder, mein Sohn. Wie baust du das alles wieder auf? Es ist unmöglich, so ein Restaurant wieder aufzubauen. Es wühlt mich auf, denn ich verbinde so viele Erinnerungen mit dem Restaurant. Meine Eltern leben nicht mehr. Aber wenn sie das hier sehen müssten, würden sie ein zweites Mal sterben. Dass Nando den Winter über in Somati ausharrt, liegt nicht zuletzt an seinen Schafen. Den Stall hat das Erdbeben zerstört. Für das Provisorium hat Nando Spendengelder bekommen. Im Frühling, so hofft er, stellt ihm die Regierung vielleicht einen Container zur Verfügung, damit er sein Restaurant provisorisch wieder aufmachen kann. Seit ein paar Tagen wohnt Nando mit seiner Frau in einem Container, den ihm die Kirche gespendet hat.
Die Räume sind winzig, aber für den Winter immer noch besser als die Wohnwagen, in denen die Familie davor lebte. Wegzuziehen, sich an einem sicheren Ort eine neue Existenz aufzubauen, kommt Fernando nicht in Frage. Auch wegen seiner französischen Kaltblüter. Nein, wir haben ja hier unsere Tiere, die Pferde. Ich habe Freunde in Rom, die mir ihr Restaurant überlassen wollten, aber wie soll ich das machen? Hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben. Ich kann nicht woanders hingehen. Nando weiß, irgendwie wird es weitergehen. Auch wenn es noch lange dauern wird, bis sich das Leben hier wieder normalisiert. Amatrice, im Winter nach dem Beben. Von der einst blühenden Stadt ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig. 300 Menschen sind hier gestorben, verschüttet in ihren Häusern. Wären die vielen Toten vermeidbar gewesen? Auf der Suche nach Antworten fahren wir ins 50 Kilometer entfernte Norcia. Am 30. Oktober 2016 bebte auch hier die Erde, sogar noch heftiger als in Amatrice. Trotzdem gab es keine Toten, nur ein paar Leichtverletzte. Am Fuß der Stadtmauer treffen wir Elvira. Sie hat das Erdbeben vom 30. Oktober in ihrem Café erlebt. Beim Erdbeben vom 30. Oktober stand ich da am Ofen und schaute raus. Und plötzlich sah ich, wie sich die Erde bewegte. Erst dachte ich, mir ist schwindelig. Aber dann brach die Hölle los. Auch in Norcia ist die Altstadt gesperrt. Hinein können wir nur in Begleitung der Feuerwehr. Am schwersten hat das Erdbeben die Basilika des heiligen Benedikts getroffen. Nur die Fassade steht noch. Ansonsten könnte der Gegensatz zu Amatrice kaum krasser sein. Fast alle Häuser der Altstadt sind intakt. Unterwegs treffen wir den Ingenieur Carmine Bozzi. Von ihm wollen wir wissen, warum in Norcia so wenig zerstört ist. Das liegt daran, dass es in Norcia schon vor 20 Jahren ein Erdbeben gegeben hat. Und in der Vergangenheit gab es weitere. Daher wurden die alten Häuser nach speziellen erdbebensicheren Richtlinien wieder aufgebaut. In Amatrice wurde das aber nicht gemacht. Wiederaufbau nach Erdbebenkriterien. Was heißt das? Im Hauptquartier der Einsatzkräfte treffen wir Maurizio Rotondi. Der städtische Ingenieur ist für Bausicherheit zuständig. Er zeigt uns ein Haus, das vom letzten Beben schwer zerstört wurde. Die vorderen Wände sind herausgebrochen. Folge einer für Erdbebengebiete ungeeigneten Bauweise. Hier sieht man ein Gebäude, bei dem die Wände und Decken nicht miteinander verbunden sind. Beim Wiederaufbau werden wir dann die horizontalen mit den vertikalen Gebäudeteilen, also die Wände mit den Decken, verbinden. Dadurch ergibt sich eine Art Schachteleffekt. Das heißt, die Gebäudestruktur wird sich im Falle eines neuen Erdbebens als Ganzes bewegen. So lassen sich Schäden wie diese verhindern. Viele Gebäude in Norcia haben diese Befestigungen schon und sind deshalb beim Erdbeben heil geblieben. Warum historische Gebäude ohne solche Verstärkungen gerade in Mittelitalien extrem anfällig sind, wollen wir in Rom erfahren. Am Institut für Geophysik und Vulkanologie erforscht Andrea Tertulliani die Erdbebensicherheit von Gebäuden. Er zeigt uns Fotos, auf denen eine für Mittelitalien typische Bauweise sichtbar wird. Ein Füllmauerwerk,
bei dem nur die Innen- und Außenseiten gemauert sind und der Zwischenraum mit losem Geröll aufgefüllt wird. Diese Art von Mauerwerk erweist sich bei einem Beben als sehr fragil. Solch ein inhomogenes Mauerwerk, bei dem die einzelnen Steine nicht aneinander passen, ist extrem instabil. Denn bei einem Erdbeben bewegt sich dann jeder Stein unabhängig von den anderen. Man kann das mit einem Sack voller Bälle vergleichen, die in alle Richtungen davonspringen. Bei einem Erdbeben wird das instabile Mauerwerk zur tödlichen Falle, wie in Amatrice. So wie hier hätte es auch in Norcia aussehen können. Wenn um Norcia nach dem Beben von 1997 nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden wären, dann hätten wir beim Erdbeben vom 30. Oktober eine Katastrophe erlebt, wie in Amatrice. Dass in Amatrice so viele Menschen starben, ist also auch eine Folge fehlender Prävention. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal. Denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.